Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Wolfssymposium. Leider muss ich vorneweg, gibt es gleich eine schlechte Nachricht, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, wir hätten einen FPÖ-Kollegen eingeladen aus dem Tiroler Landtag, einen Herrn Andreas Gang, und der hätte uns darüber berichtet, wie die Zusammenarbeit in Österreich zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ, also in Tirol, funktioniert hat für die leichtere Entnahme von Wölfen. Was aus unserer Sicht einmal ein hervorragendes Beispiel ist, dass man auch parteiübergreifend arbeiten kann, wenn es dem Volke und dem Wohle der Heimat dient. Doch leider ist Tirol vom Hochwasser betroffen und der Herr Gang ist ja auch Bürgermeister von der Stadt Kramsach, oder wie man das ausspricht, und es ist vom Hochwasser betroffen und als Bürgermeister hat er gesagt, kann er natürlich nicht seine Heimat, seine Gemeinde verlassen für einen Vortrag in Deutschland, wenn es vom Hochwasser betroffen ist. Er bittet, dass ihr alle dafür Verständnis habt, aber er wird mit Sicherheit auf einen der nächsten Symposien, wenn es um Landwirtschaft geht oder um Wolf geht, mit Sicherheit bei uns da sein und uns unterstützen. Aber von da aus möchte ich beste Grüße nach Tirol senden, eins der Heimatgemeinde, und wünsche Ihnen alle Kraft bei der Wiederherstellung der Lebenssituation. Ich möchte ganz kurz meine zwei Kollegen vorstellen, bevor ich die Redner vorstelle. Ganz außen sitzt der Herr Rink aus Niedersachsen, Landesvorsitzender Niedersachsen, ist bei mir auch oder bei uns auch im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, kümmert sich überwiegend um die niedersächsischen Sachen. Hervorragender Redner, wenn der eine oder andere seine Reden schon mal angeschaut hat, werden da sehr viel geteilt auf Facebook, Twitter oder anderen Kanälen, läuft man immer wieder mal über seine Reden. Und unseren, mein Landeskollegen und unseren Jagd- und forstpolitischen Sprecher, an Herrn Felser. Und der Herr Felser, glaube ich, sagt vorab einmal zwei, drei Worte zu uns, was zum Thema Wolf oder zum Thema Jagd, weil auch bestimmte Zeitschriften uns immer wieder abdruckern. Bitte schön. Alle. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einleitung und vielen Dank vor allem fürs Kommen bei diesem spannenden Thema. Ja, als forstpolitischer Sprecher habe ich das Thema seit 2017 schon immer wieder reingebracht in den Bundestag und mit Anfragen die Bundesregierung etwas genervt, weil sich einfach in den letzten Jahren zu wenig tut. Ich war bei Nutztierhaltern in Nordsachsen beim Kollegen René Bochmann, der sich vielleicht danach auch noch mal äußern möchte. Ich habe gesehen, wie 140 Nutztiere gerissen wurden. Trotz Hütehunde, trotz Elektrozaun sind diese Wölfe da rein. Und keiner kümmert sich drum in diesem Land, wie man eigentlich den Nutztierhaltern helfen kann. Wir haben eine Anfrage gestellt, was kostet denn das alles, dieses Wolfsmanagement? Wir haben eine Anfrage gestellt, die Jagdzeitschriften haben das dann auch gebracht. Die einzigen, die immer wieder was bringen, ist die Alternative für Deutschland. Ich habe gefragt, was haben die Herdenschutzmaßnahmen gekostet letztes Jahr, 2022. Das waren 18,4 Millionen Euro, nur die Herdenschutzmaßnahmen. Auf der anderen Seite die Ausgleichszahlungen bei spärlichen 600.000 Euro für die Nutztierhalter, für die Landwirte. Und trotzdem, trotz dieser hohen Summen für den Herdenschutz, haben wir über 4.000 Nutztierrisse letztes Jahr gehabt. Also das sind einfach Zahlen, die muss man wissen, wenn man vom Wolf spricht, wenn man davon spricht, ob der Wolf in Deutschland überhaupt Platz hat und wenn dann in welchen Gebieten und wenn dann in welcher Höhe. Diese Fragen beantworten wir. Und vielleicht kriegt es der eine oder andere mit. Jetzt äußert sich ja auch die Frau Lemke vom Umweltministerium, jetzt äußert sich auch ein Cem Özdemir, ganz vorsichtig wird jetzt tatsächlich die Frage auch mal aufgeworfen, muss man nicht den einen oder anderen Wolf entnehmen? Aber lassen Sie sich bitte davon nicht täuschen, das sind alles wieder nur Luftblasen, das sind Gespinste. Diese Regierung wird nichts unternehmen, um die Nutztierhalter zu schützen. Vielleicht zum Schluss nochmal, das eine sind die Kosten, und das andere sind aber die immateriellen Schäden, sind die emotionalen Schäden, die wir haben. Es geht ja darum, dass die Jäger und die Nutztierhalter einfach Rechtssicherheit benötigen. Ich darf mal ein Beispiel schildern. Treibjagd in Brandenburg. Ein Jäger sieht, dass sein Hund verfolgt wird von Wölfen. Der Hund wird fast gerissen. Der Jäger entscheidet sich, in Notwehr, Nothilfe, tatsächlich einen Wolf zu erlegen. Und dieser Jäger ist monatelang vor Gericht und muss sich verteidigen. Oder er bekommt eventuell seinen Jagdschein aberkannt oder muss sogar ins Gefängnis, weil er einen
eine Tierart geschossen hat, die wahnsinnig geschützt ist, viel mehr geschützt ist als alles andere. Er hat dann in letzter Instanz doch noch Recht bekommen und in dem Fall durfte er seinen Hund verteidigen, aber diese Rechtssicherheit ist überhaupt nicht gegeben, auch bei den Nutztierhaltern. Was dürfen sie eigentlich machen und was können sie eigentlich tun? Letztes erschreckendes Beispiel, wenn Sie einen Wolf finden, vom PKW erfasst am Straßenrand, der leidet. Jeder Jäger würde jedes Tier sofort erlösen, wenn er sein Messer dabei hat oder wenn er seine Jagdwaffe dabei hat. Diesen Wolf dürfen Sie nicht erlösen. Einen Teufel dürfen Sie. Sie dürfen nämlich möglichst gar nichts machen. Und Sie müssen warten, bis die Polizei kommt. Und die weiß natürlich auch nicht Bescheid. Da müssen Sie warten, bis von der unteren Naturschutzbehörde jemand kommt, bis irgendwann nach 10 Stunden jemand eine Entscheidung trifft. Bis dahin ist der Wolf jämmerlich gestorben. Und das hat mit Tierschutz gar nichts zu tun. Das waren ganz kurz mal meine Aspekte aus Jagd, aus forstpolitischer Sicht. Aber viel spannender ist heute, glaube ich, die Sicht eines Nutztierhalters. Dankeschön. Danke, Herr Felser, für die schönen Worte oder nicht schönen Worte. Weil es geht ja heute um die Rückkehr des Wolfes, der vor etwa 20 Jahren wieder in die deutsche Kulturlandschaft eingezogen ist und um die Frage, ob es eine friedliche Koexistenz geben kann. Und denn es steht fest, dass der Wolf, es ist ja ein richtiges Raubtier, es ist ja kein Kuscheltier, vor allem die deutschen Landwirte und darunter vor allem die Weidehalter vor existenzielle Herausforderung stellt. Die Wolfspopulation wächst seit Jahren ungebremst. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass wir ca. 1500 bis 2700 Wölfe in Deutschland haben. Genaue Zahlen liegen leider nicht vor, weil sowohl das Bundesamt für Naturschutz, also das BfN, als auch die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, DBBW, Entschuldigung, so muss ich ablesen, seit Jahren nur intransparente und nicht nachvollziehbare Daten liefert. Hier wird mit veralteten Daten gearbeitet und der Wolfsnachwuchs wird gar nicht berücksichtigt. Wir unterstellen diesen staatlichen Institutionen deshalb, dass sie aus ideologischen Gründen absichtlich die echten Zahlen versuchen zu verschleiern. Aber das ist sicherlich ein abendfüllendes Thema für eine andere oder weitere Veranstaltung. Klar ist auf jeden Fall, dass die Wolfspopulation dieses Jahr die Wolfspopulation jedes Jahr um etwa 35% zunimmt, völlig ungebremst, weil es in der reich gedeckten Futtertisch haben in Deutschland und ja leider keinen natürlichen Feinde gibt, weil der Mensch darf kein Feind sein. Haben Wölfe beispielsweise in Stade in Niedersachsen 55 Schafe gerissen, obwohl dort sogar ein 28.000 Euro teurer Schutzzaun installiert war. Das macht deutlich, dass der gegenwärtig praktizierte Herdenschutz sich als völlig unbrauchbar und nutzlos erwiesen hat. Aber darauf werden mit Sicherheit unsere beiden Redner dann genauer eingehen. Wir haben aufgrund der existenzbedrohenden Situation für Landwirte und vor allem Weidetierhalter bereits in der vergangenen Legislaturperiode und Anfang letzten Jahres Anträge im Deutschen Bundestag eingereicht, um den Wolf aktiv zu regulieren. Experten wie beispielsweise Professor Pfannenstiel sind der Meinung, dass eine Koexistenz mit dem Wolf auf Dauer nur gelingen kann, wenn dem Wolf durch reguläre und kontrollierte Bejagung die Scheu vor Menschen und vor menschlichen Ansiedlungen und vor Weidetieren entzogen wird. Wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass wir den Wolf zum Schutz der ökologisch wertvollen Weidetierhaltung und im Interesse der Landbevölkerung endlich regulieren müssen. Dazu fordern wir konkret, dass der Wolf auf EU-Ebene von Anhang 4 in Anhang 5 der FFH-Richtlinie umgestuft wird, haben Sie vielleicht mitbekommen auf unserem Parteitag in Magdeburg, um eine Regulierung zu ermöglichen. Das ist möglich, weil der Wolf schon lange keine gefährdete Art mehr ist. In Österreich und in Schweden gehen hierbei voran. Die haben begrenzte Stückzahlen. Und da sollte sich unserer Meinung nach auch Deutschland anschließen. Danach muss gemeinsam mit den Bundesländern jeweils ein spezifisches Akzeptanzbestand für den Wolf festgelegt werden und der Wolf in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Damit können wir eine rechtssichere Entnahme ermöglichen und gewährleisten. Die Umstufung kann leider nur auf EU-Ebene erfolgen. Das zeigt wieder einmal, wie viele nationale Kompetenzen wir bereits nach Brüssel abgegeben haben. Was aber schon heute möglich ist, ist die Aufnahme des Wolfs
als jagdbare Art in das Bundesjagdgesetz und damit die Möglichkeit der Schutzjagd. Bei einer Schutzjagd dürfen Wölfe in dem Gebiet bejagt werden, in dem sie Schäden angerichtet haben. Dabei dürfen entweder einzelne Wölfe oder das ganze Rudel entnommen werden, solange bis keine weiteren Schäden verursacht werden. Das wäre eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit für die Weidetiere und für die Weidegebiete und wäre schon jetzt rechtssicher möglich. Unsere skandinavischen Nachbarn praktizieren die Schutzjagd ja schon seit Jahren. Außerdem haben wir gefordert, dass es bundeseinheitliche und unbürokratische Regelungen für eine zeitnahe und vollständige Entschädigung von Wolfsrissen sowie eine Beweislastumkehr bei der Rissbegutachtung zugunsten der Geschädigten geben muss. Denn es kann ja nicht sein, dass die Weidehalter finanziell für das Politikversagen der Altparteien bluten müssen. Hier braucht es eine schnelle und gute Lösung für alle Betroffenen. Mit diesen Forderungen haben wir die Forderungen aus der Praxis ins Parlament getragen und haben es mittlerweile geschafft, einen massiven parlamentarischen Druck aufzubauen. Die CDU-CSU hat noch im letzten Jahr unseren Antrag abgelehnt, ihn inzwischen aber fast 1:1 kopiert und sich zu eigen gemacht. Die FDP hat in der Sommerpause auf unseren Druck hin ebenfalls ähnliche Forderungen aufgestellt. Und letzte Woche haben die beiden grünen Minister, der Kollege hat schon erklärt, Lemke und Özdemir angekündigt, gemeinsam mit Hochdruck an einer pragmatischen und unbürokratischen Lösung für den Wolfabschuss zu arbeiten. Das zeigt, dass eine starke Opposition wichtig ist und mit genügend Druck die Regierung vor sich hertreiben kann. Ich möchte nicht sagen jagen kann, weil das wäre jetzt vielleicht ein wenig schwieriger. Hoffen wir, dass die Ankündigung der Bundesregierung dieses Mal nicht die typische Augenwischerei ist. Wir wissen ja, dass die Grünen den linksideologischen Umweltlobbyorganisationen sehr nahe stehen, die nachweislich aber Millionen Euros mit dem Wolf verdienen. Na gut, wir werden sehen und bis dahin natürlich für Sie, für die Weidetierhalter, für die Landwirtschaft weiterkämpfen. Aber jetzt wollen wir zunächst einmal unseren beiden geladenen Experten lauschen, die unseren Einblick aus der Praxis geben werden. Wir beginnen als erstes, darf ich dann vorstellen, Herrn Alf Schmidt, der ist der Organisator der Bauernproteste und Mahnwachen in Berlin war. Die hat der ein oder andere vielleicht mitgekommen. Er selbst ist Schäfer. Anschließend wird Herr Dr. Burkhard Kirchhoff uns seine Sicht aus der Praxis schildern. Wolfsbeauftragter für den Pferdeschutz beim Kreis Reiterverband Weserbergland. Also wir können uns mit Sicherheit auf interessante Impulsreferate freuen. Anschließend wird es eine kurze Pause geben, in der sich gerne, wir haben dann draußen, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, schon aufgebaut, gibt es ein kleines Buffet, da dürfen Sie einen dann selbstverständlich reichlich bedienen, solange noch Apps da ist. Und anschließend nach der kurzen Pause von, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten, gibt es mit Sicherheit die Gelegenheit an uns drei Abgeordneten oder auch andere Abgeordnete, wird dann auch anwesend, wenn es Interesse gibt, es sind ja Landtagsabgeordnete anwesend oder an unsere zwei Fachleute zu stellen. In dem Sinne sage ich mal Dankeschön für die Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Alf Schmidt, an Schäfer aus Thüringen. Dankeschön. Also Fachmann lassen wir mal stecken, es gibt so viele Fachmänner mittlerweile oder Fachleute. Ich möchte nicht so bezeichnet werden, das ist ja in Deutschland mittlerweile ein Schimpfwort. Weil viele sind Fachleute und die kannst du in der Pfeife rauchen. Ich habe hier oben einen Film. Stefan, du hast gesagt, hinterher gibt's Essen. Ich habe meine Plastikbeutel vergessen, weil wenn ihr da oben die Bilder seht und euch vergeht das Essen, wir Schäfer oder Weidetierhalter müssen das jeden Tag wegräumen. Das ist die Realität. Und bei uns ist es mittlerweile so weit, da gehe ich dann drauf ein. Mir wurde erklärt, dass mir die Intention fehlt, Schafe zu lieben und mit Schafen umzugehen. Also schaut euch das an, das ist die Realität. Aber ich muss euch zweien, das funktioniert nicht so, was ihr sagt. Was Özdemir und was die gute Frau da sagt, das passiert an dem Tag, wo Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Auch die Ansage, dass ihr sagt, die CDU will da mitspielen, macht mal einen großen Haken dran. Wir waren 21 hier, da war die CDU an der Macht. Da haben wir auch den agrarpolitischen Sprecher der CSU kennengelernt, mein Freund Auerhammer, mein spezieller Freund.
auf den gehen wir dann auch mal ein bisschen ein in der ganzen Geschichte. Aber ich zeige euch jetzt, oder der Abend hat einen falschen Titel. Er müsste heißen: Der Wolf, das goldene Kalb und wie zerstöre ich eine Landwirtschaft? Und ich muss einen kleinen Vorspann machen für alle, die landwirtschaftlich nicht so im Thema stehen, damit die wissen, warum der Wolf in Deutschland nie wegkommen wird. Die Aufgabe des Wolfes, die erkläre ich euch jetzt. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist die landwirtschaftliche Fläche in Deutschland. Wir haben 16,6 Millionen Hektar. Davon haben wir 70% Ackerland und wir haben 29% Grünland. Und der Christian Hörte von der CDU hat mir in seinem letzten Wahlkampf auf einer Veranstaltung, da habe ich mir ein bisschen gekrallt, und da hat er mir dann gesagt, Deutschland lebt zu 95% von Industrieproduktion und zu 5% von Landwirtschaft, also im Export. Wer das eine will, muss das andere opfern und wir müssen Maschinen und Fahrzeuge ins Ausland verkaufen und die müssen dafür landwirtschaftliche Produkte irgendwo mit, müssen sie bezahlen, wenn sie keine Rohstoffe haben. Und hat im Prinzip durchblicken lassen, der Bauer ist hier auf diesem deutschen Markt fehl am Platz, der stört. Wie das Ganze aufgebaut ist und welche Rolle dabei auch der Wolf spielt, das mache ich hier mal ganz kurz angezeichnet. Und zwar, wir rechnen mal in Kilokalorien. Nicht in Hektar oder irgendwas, in Kilokalorien. Das, was ihr jeden Tag zu euch nehmt. Deutschland hat einen Selbstversorgungsgrad, kann man im Internet nachlesen, bei dem einen ein bisschen mehr, beim Obst ein bisschen weniger, im Schnitt von 87% können wir uns noch selber ernähren, momentan. So, jetzt machen wir eine Politik, die ist von Schwarz-Rot begonnen, Rot-Grün und die Ampel jetzt, die macht dieses Spiel weiter, weil da ist ein ganz einfaches System drin. Von diesem Ackerland, von diesen nehmen wir erstmal jetzt 4% weg, die brauchen wir für Solaranlagen. Dann nehmen wir wieder 4% weg, die brauchen wir für Blümchen, zum Erhalt der Flächen für Blümchen. Dann fällt uns ein, wir müssen die Moore vernässen. Von diesen 16 Millionen Hektar gehen 900.000 Hektar, das heißt fast 1 Million Hektar in die Moorvernässung. Die sind dann auch schon mal weg. Die nehmen im Grün- und im Ackerlandbereich sind die, fallen die rein. Dann haben sie jetzt festgelegt, wir machen 30% FFH. Da wissen wir noch gar nicht, was in 5 oder 10 Jahren passiert, ob wir da noch produzieren dürfen. Die fallen dann auch weg, die 30%. Dann hat mein Freund Özdemir festgelegt, Spritzmittelanwendung, das heißt, es sind Pflanzenschutzmittel. Wenn ihr einen Pilz reinkriegt ins Getreide, diese Pilze sind hochtoxisch, dann kannst du das Getreide wegschmeißen, ist jetzt passiert bei dieser Ernte. Es wird jetzt festgelegt, dass wir pauschal 50% Spritzmittel weglassen, einfach weglassen. Jeder von euch, der Fußpilz habt, beste Beispiel, behandelt den zu 50%. Ihr habt eine schöne Resistenz, ihr könnt nicht mehr laufen, aber ihr habt 50% weggelassen. Und das passiert mit unserer Produktion. So, das heißt, im Ackerland, wenn das alles kommt, dann haben wir vielleicht noch diese Fläche, die wir bewirtschaften und der Rest ist Schrott. Der ist weg, der ist politisch gesehen Schrott. Jetzt gehen wir ins Grünland und dann kommt gleich mein Freund Wolf, aber erst kommt wieder der Herr Özdemir. Weil der Herr Özdemir hat festgelegt, im Grünlandbereich Tierhaltung bis 2030 um 50% reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf meine Seite hier gehe und sage, 50% weniger Kilokalorien, dann ist das weg. Aber im Grünlandbereich können nur die Tiere das umwandeln. Es sei denn, einer von euch kniet sich morgen draußen hin im Park und dann guten Appetit. Aber ansonsten, das sind nicht die Flächen, die im Gartenbau oder so passieren. Wobei, jetzt ist es ja so, habe ich heute gelesen wieder, dass wir jetzt auch den Erdbeeranbau verbieten wollen in Deutschland. Ist kein Scheiß wegen CO2. Wir wollen keine Erdbeeren und keine Tomaten mehr aus Deutschland. Das heißt, Pippi Langstrumpf war das, glaube ich, gell? Die das so gemalt, die Welt, wie sie ihr gefällt. Und das machen unsere Politiker gerade. Das heißt, wir bauen in Deutschland das auch nicht mehr an. Aber von Holland kommt das auch nicht mehr. In Holland werden jetzt zwangsweise 3000 Höfe geschlossen von der holländischen Regierung. Deshalb ist denen ja der Laden um die Ohren geflogen. Die haben jetzt irgendwann auch Neuwahlen. Und ich hoffe, die kriegen von der BBB mal richtig eine vom Ballon. Und die kriegen genug Stimmen, weil sonst haben wir ein Problem. Wir kriegen auch von Holland nichts mehr. So,
Jetzt haben wir diese 30% haben wir, oder diese 50% vom Grünlandanteil haben wir jetzt verloren, weil Ötze sagt, nur noch die Hälfte an Vieh. Und den Rest macht der Wolf, weil ein Rinderhalter, der heute 100 Kühe melken muss, um über die Runden zu kommen, um seine Kredite zu zahlen, der geht kaputt, wenn er nur noch die Hälfte an Viechern hat. Das heißt, die Rinderhalter gibt es nicht mehr. Und dann gibt es noch die paar Trottel, die draußen bei Wind und Wetter 365 Tage rumlaufen. Ihr seht da oben, wie es dann aussieht, wenn wir die aus dem Schlamm rausholen nach Wolfsübergriffen. Und die werden dann mit dem Wolf platt gemacht. Die werden einfach platt gemacht. Das sind die Weidetierhalter. Das heißt, wir haben es dann geschafft, wenn diese Politik fertig hat und das machen die jetzt gerade, das ist nicht irgendwann, sondern das ist jetzt tatsächlich jetzt gang und gäbe. Das ist weg, das macht der Wolf, das haben wir ja Solar und allen Schnicki gekommen. Hier haben wir noch eine Missernte, wir haben diese Kilokalorien hier tatsächlich übrig für die Versorgung unserer Bevölkerung. Und dann möchte ich nicht Mäuschen sein in so einer Stadt wie Berlin, wenn die Läden leer sind. Wir züchten uns, oder diese Regierung züchtet uns knallhart Hunger und Elend nach Deutschland. Nichts anderes. So, also das ist jetzt der Bereich, den der Wolf bringen muss. Und jetzt mache ich noch eine Zahl, die ist auch sehr makaber. Und zwar die Ukraine hat 63 Millionen Hektar Ackerland. Das müsste eigentlich hierher Ackerland. 17 Millionen Hektar Ackerland, das heißt mehr als wir insgesamt an landwirtschaftlicher Fläche haben, gehören mittlerweile ausländischen Investoren und die meisten sitzen in Amerika. Und mein Freund Özdemir, ja, aber das ist zum Thema Wolf. Unsere Landwirtschaft wird deshalb platt gemacht, hier in diesem Bereich, weil wir dann das Getreide aus anderen Ländern herkriegen. Gut. Jetzt sind wir erstmal mit dem Thema durch, warum der Wolf so das goldene Kalb ist in dieser Regierung. Übrigens, solange dieser Vortrag läuft, also die 3 Stunden, die wir heute hier zusammen sind, in dieser Zeit verhungern auf der Welt 1080 Kinder. Genau in dieser Zeit verhungern 1080 Kinder und wir gehen her und schaffen die Lebensmittel ab, obwohl jedes Jahr 80 Millionen Menschen dazukommen. Das will ich mal sagen, wo die Reise hingeht. Und da, wo wir gerade wirtschaftlich hinfahren, bis jetzt sagen die immer, naja, wir sind ja reich, wir kaufen das aus dem Ausland. Aber wenn die Steuern nicht mehr kommen und wenn die Wirtschaft hier zusammenbricht, dann kaufen wir nichts mehr aus dem Ausland, weil Rohstoffe haben wir nicht viel. Wir dürfen nicht mehr unser eigenes Fracking-Gas holen. Wir fahren hier in eine Richtung, da gibt es ganz andere Länder, die dann Rohstoffe haben und die produzieren, wo unsere Produktion auch gerade hinmacht, die dann die Lebensmittel kaufen. Es hungern momentan weltweit, das sind alles offizielle Zahlen, 768 Millionen Menschen zum heutigen Zeitpunkt. Und wir schaffen die Lebensmittelproduktion in Deutschland ab. Wir haben mit Abstand nachweislich die sauberste Lebensmittelproduktion, die es überhaupt weltweit gibt. So. Und auf dieser Seite sind wir jetzt fertig und dann nehme ich die nächste Seite. Ich sage euch gleich, ich kann nicht im Sitzen reden, ich bleibe stehen. Ich habe zu viel Hummeln im Arsch. So, jetzt gehen wir mal auf die ganzen Geschichten ein, warum es so weit kommen konnte. Wir Landwirte haben beim Thema Wolf zum Beispiel keine Verbündeten. Der Bauernverband ist im Prinzip die Blockflöte der Regierung, schon immer. Die setzen sich nicht für uns ein. Und NGOs verdienen mit dem Wolf ein richtig Schweinegeld. Wir knüpfen uns jetzt mal einen raus, der ganz eng am Wolf dran ist. Das ist das, was du vorhin schon angedeutet hast in deiner Rede. Wir gehen jetzt mal zum NABU. Der NABU besitzt in Deutschland 200.000 Hektar Land. Von der Bundesrepublik wurden kostenlos an NABU und Co. 165.000 Hektar Land übertragen. Das heißt, der NABU, wenn wir den Hektar mal mit 10.000 Euro rechnen, das eine ist mehr, das eine ist weniger wert, besitzt der NABU ein theoretisches Kapital bei dieser Milchmädchenrechnung von 2 Milliarden.
damit wir mal wissen, mit welchem Gegner wir Weidetierhalter es hier tatsächlich zu tun haben. Und ich zeige euch dann auch, warum. Der NABU hat 660.000 Mitglieder, alles offizielle Zahlen aus dem Internet rausgeholt. Mindestbeitrag 48 Euro, das heißt, die kassieren von ihren Mitgliedern jedes Jahr 31 Millionen Euro Mitgliedsbeitrag. Dafür lassen sie dann in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder wo auch immer dann die Viecher verrecken, weil sie kein Geld haben. Der NABU bekommt vom Staat an Fördermitteln 52,5 Millionen. Das zusammen sind, das sind nur Zahlen aus dem Internet, 83,5 Millionen Umsatz im Jahr. Dazu kommen dann Erbschaften und Spenden. Und der NABU hat den Wolf als goldenes Kalb entdeckt. Das heißt, die verkaufen Wolfspatenschaften. Ich darf den Wolf nicht vergrämen, ich darf nicht in die Nähe des Wolfes gehen, der Wolf ist tabu, das ist die heilige Kuh. Ich darf nichts mit dem Wolf machen, aber die verdienen Geld mit Wolfspatenschaften. Und da gibt es genug Trottel, die da richtig Geld hin investieren und das machen. In den Bundesländern sind es meistens NABU-Mitglieder, die das Wolfsmanagement machen. Das ist die Frage vorhin gewesen, dass viele Geld, wo dieses Geld hingeht, kann ich euch sagen, das wenigste geht am Ende in die Schäfereien oder in die Betriebe, das geht in den NABU rein. Dann kommt das Geschäft Herdenschutzhunde, das ist richtig perfide, weil wir haben ja einen sehr NABU-nahen Schäfer, Knut Kutznick, ist ja den meisten sicherlich bekannt. Wenn Sie eingeben Knut Kutznick und NABU, dann sehen Sie, dass es da fast keine Verbindung gibt auf den nächsten 50 Seiten. Und der baut jetzt gerade diese ganze Geschichte mit seiner sogenannten AG Wolf auf, bundesweit. Ich habe hier Hunde, das sind spanische Mastinen, die funktionieren, diese Hunde. Die haben wir in Thüringen, die haben wir durchgesetzt, die sollten nicht kommen, weil die auch den Wolf mal knacken. Es sind nur Hunde zugelassen, die dem Wolf nichts tun, die nicht in der Lage sind. Hier kommt dann auch mal ein Bild von einem toten Hund, das ist dann so ein NABU-Hund. Aber unsere Hunde, und wir haben einen sehr guten Herdenschutzhundeverein, ich bin selber nicht Trainer, aber die haben mir sehr gut geholfen, als wir Probleme mit den Wölfen hatten. Und dieser Verein, der die ganze Zeit uns betreut hat, darf es nicht mehr in Thüringen. Das muss jetzt der NABU machen. Ich kann euch sagen, warum. Einer von beiden ist zu teuer. So, ein Sachkundelehrgang, wenn die jetzt mit diesen Hunden kommen, die Hunde bei euch einarbeiten oder bei uns einarbeiten, dann gibt es eine Art Sachkundeeinweisung. Dann nimmt der eine 500 Euro und bei dem anderen kostet es nur 150 Euro. So. Dann Verkauf von Hunden. Dann nimmt der eine 6.000 bis 12.000 Euro für so einen Hund und der andere nimmt 1.500 bis 4.000 Euro. Dann, wenn ich jetzt einen Übergriff habe und brauche Hunde mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann nimmt der eine 65 Euro pro Tag, dafür kriegen sie zwei Leihwagen, und der andere nimmt 4,50 Euro pro Hund. So. Das heißt, alleine Miete bei einer zur Verfügungstellung von 200 Tagen nimmt der eine 13.000 Euro Miete und der andere nimmt 900 Euro Miete. Und jetzt dürft ihr alle mal raten, wer der Teure ist und wer den Zuschlag bekommen hat. Der preiswerte Verein aus Thüringen wurde rausgekickt, weil die sind ja viel schlechter als der NABU, nur es hat funktioniert. Die standen nachts da und haben uns die Hunde zur Verfügung gestellt. Aber der NABU mit seinen Schweinepreisen oder die NABU-nahe AG, ich sage nicht der NABU, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, ich habe nichts behauptet, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, sage ich mal lieber, bevor hier die Anzeigen kommen von diesem Konzern. Ich muss mich da schon etwas absichern. Das heißt, dieser NABU-nahe Arbeitsgemeinschaft, die nehmen für einen Hund bis 12.000 Euro, weil dieser Hund ist ja so ausgebildet. Und jetzt sage ich euch mal, wie so ein Hund ausgebildet wird. Ich nehme den Hund, ich fütter den Welpen, ich stecke ihn in eine Herde rein oder tue ihn mit Schafen zusammen und entweder der kneift den Schwanz ein und geht stiften oder er knabbert die Schafe an oder er geht auf Leute los, dann ist er unbrauchbar oder er funktioniert. Und mehr kann keiner machen, gar niemand machen. Man kann diesem Hund nichts lernen, dem lernst du nicht mal Sitz und Platz, das ist alles Quatsch. Aber da werden dann Methoden erfunden, ich muss diesen Hund für Zertifizierung und alles Quatsch. Entweder der Hund funktioniert draußen oder der Hund ist scheiße. Und das jetzt mal in meiner Sprache. So. Aber die NABU-Hunde sind alle hochzertifiziert
und deshalb die besten Hunde der Welt. So, also wir haben da ganz, ganz bei der Zertifizierung, letztens hat es eine Kollegin getroffen, die hat ihren Hund zertifizieren lassen, die haben sogar für die Zertifizierung die Hoden des Tieres vermessen. Was das mit der Eigenschaft als, die will nicht züchten, die will damit ihre Schafe verteidigen, das ist eigentlich fraglich. Das heißt, wir haben spanische Mastin und diese spanischen Mastin, die knacken auch mal, die kriegen bis 100 Kilo, die stellen was da hier oben, das ist einer hier oben, wenn der da steht, dann gehen sie mit Sicherheit nicht in die Herde rein und machen da Mätzchen, wobei diese Hunde sind lammfromm. In meinem Beisein kann jeder in die Herde reingehen. Ich passe nur mal auf, dass keine kleinen Kinder reingehen, weil die werden totgekuschelt. Das ist kein Scheiß. Diese Hunde sind sowas von geradeaus ruhig, das ist unsagbar. Dann gehst du mal bitte in diese Dateien rein. Die 4 und die 5 hätte ich jetzt gern. So, da sehen wir jetzt mal die 4. Das sind unsere spanischen Mastin nach einem Übergriff mit dem Wolf. Das heißt, da haben sie sich dann mit dem Wolf angelegt. In meiner Herde ist nichts passiert. Es hat funktioniert. Mach einfach mal weiter. Das ging ja irgendwie mit Weiterschieben, oder? Rechts? Vorhin ging's. So, auf jeden Fall, die haben funktioniert. Das ist das nächste. Ja, jetzt geht's. So sehen die dann aus, wenn wir sie behandelt haben. Und dann zeigst du mal den Nabu-Hund, das ist die Nummer 5, weil die haben einfach von der ganzen Konditionierung her, haben die gar keine Chance. Aber wie gesagt, diese Geschichte, wo da die Fördermittel hingeschoben werden, das ist in meinen Augen eigentlich, weiß ich nicht, ist das kriminell, ist es, kann man sich das leisten als Staat? Glaube ich nicht. Und dann gibt es jetzt ein Bundeszentrum für Weidetiere und Wolf, BZWW. Die sind für die Standardisierung von Herdenschutzhunden, für die ganze Entwicklung sind die zuständig. Und der jetzt verantwortliche Kollege da oben, der Chef von denen hat gewechselt, das ist jetzt ein Herr König. Und der Herr König ist doch ganz zufällig Mitglied in dieser Herdenschutz AG des Herrn Kutznick, wo dieser Hund hier auch herstammte. Besser geht es eigentlich nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Baden-Württemberg, ist das glaube ich, unten oder Rheinland-Pfalz, wo die Kollegin hat zertifizieren lassen, Thüringen wurde gar nicht zugelassen, weil unsere Mitarbeiterin, die in Thüringen früher das alles zugelassen hat, die ist jetzt nah runtergezogen und die setzt sich jetzt dafür ein, dass die AG da unten dann dementsprechend auch zu Worte kommt. Das heißt, der Wolf mit diesen ganzen Zertifizierungskram, mit dem ganzen Drum und Dran wird so viel Geld verdient. Da habe ich gestern noch eine Mitteilung bekommen, wenn die kommen und ihnen einen Hund einarbeiten, für jeden Tag, den die kommen, werden dann eben mal 850 Euro in Rechnung gestellt. Also so könnt ihr das Geld nicht verdienen. Ich denke mal, ihr verdient ja nicht schlecht, aber mit diesem Wolf kann man mehr Geld verdienen. Und das ist der Grund, warum dieser Wolf nie wegkommen. Für die eine ist das goldene Kalb und für die anderen ist er dafür da, die Landwirtschaft abzuschaffen. So. Jetzt gehen wir mal auf uns. Stefan, du hast schon gesagt, dass ich hier in Berlin diese Demos angemeldet hatte. Wir hatten vorher schon versucht, für die Weidetierhalter auf die Gassen zu gehen. Ich habe den Wolf seit 15. Ich habe richtig Probleme gehabt in unserem Betrieb. Wir hatten 600 tote Tiere. Das hier oben ist nur ein Ausschnitt davon. Das sind nur ein paar Bilderchen davon. Und die meisten sind nicht gerissen. Die meisten Tiere trampeln sich tot, die vor Stress sterben, die Lämmer ab in den Tieren, die haben dann Blutvergiftung. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich habe einen Riss dabei. Guck mal, das ist die Nummer, frag mich nicht. Klick mal durch. Das ist, glaube ich, die 11 gewesen. Nee, warte, nicht. Ich nehme alles zurück, ich behaupte das Gegenteil. Die 10. Wir hatten zum Beispiel bei der 10, in der 10, wir hatten dann einen Übergriff gehabt, dort sieht man es, oder zwei Übergriffe. An dem ersten Tag waren es 64 tote Tiere. Ist auch gemeldet worden an den Staatssekretär am 22.11., der Rissgutachter hat mir dann die Mail geschickt, da steht drin, er hat es erfahren am 27.11., er durfte aber nicht raus. Also das durfte auch nicht aufgenommen werden.
Jetzt rechnen wir, unten steht dann 73 nicht anerkannte Tiere, plus die, die danach noch gefunden wurden. Mit allem drum und dran ist das mal ein Schaden von 30.000, 40.000 Euro mit Lämmern, mit allem. Die machen sie so und das machen wir nicht nur einmal, das machen wir ständig. Das heißt, die Weidetierhalter werden mit diesem Wolf getötet. Damit ist im Prinzip diese zweite Geschichte hier, die wird damit platt gemacht. Und das sind nicht nur die Schafe. Dem Wolf ist das scheißegal, der geht auf alles. Der geht auf die Rinder, der geht auf die Pferde, der geht auf die Alpakas, Esel, alles. Der frisst, was ihm vor die Flinte kommt. Und nicht umsonst haben die im Zoo 3 Meter hohe Zäune. Und uns erklären sie dann 1,20 Meter Zaun und dann geht der Wolf nicht drüber. Der springt aus dem Stand 1,80. Und dann kommen zu ihnen dann die Rissgutachter raus. Und die Rissgutachter, die dann zu ihnen rauskommen, die rennen dann um den Ferch rundherum, 700 Meter, und dann finden die im Gelände, wir bauen ja nicht auf der Wiese, wir sind im Gelände, wir machen im Naturschutzgebiet, dann nimmt er seinen Zollstock und dann findet er einen Ameisenhaufen, dann stellt er seinen Zollstock drauf und sagt zu ihnen, 1,19 Meter, der Wolf musste ja reinspringen. Das sagt er ihnen ins Gesicht und sie dürfen dem keine klatschen. Sie sind hochexplosiv, stehen sie da, dann rufen sie den frühs an, um 8, um 9, der kommt Nachmittag um 2, um 3, um 4. Sie müssen aber 700 Meter Netze bei Wind und Wetter abbauen und wieder aufbauen. Sie haben nicht unbegrenzt Netze, das geht gar nicht. Sie müssten die auch alle hinschleppen und wegschleppen. Und dann kommt er um 16 Uhr und sagt, kann ich nicht. Der Urzustand ist nicht mehr. Der Ferch ist verändert. Hier gibt es kein Geld und dann ist er mit ihm fertig. Und dann haben sie den nächsten Übergriff, da ist hier so ein Bild dabei gewesen, vorhin so ein Hänger voller tote Schafe. Und dann steht er neben ihnen und sagt, ja, es ist Sonntagmittag, ich will zum Essen. Sie können mal hier pauschal das Gutachten unterschreiben, das Rissgutachten, macht sich auf irgendwelche Schmierzettel Notizen von Ohrmarkennummern, macht noch dumme Sprüche, dass ich ihm sage, die meisten haben ja noch gelebt. Sag ich, du kannst auch mal schießen und stechen. Da erklärt er mir, das geht ihnen Scheißdreck an. Und dann stehen sie draußen, sie töten ihr eigenes Vieh, dieser Depp, was anderes ist das nicht in meinen Augen, der steht daneben, drängelt sie, weil seine Klöße fertig sind, dann fährt der heim, dann kriegen sie nach ein paar Tagen dann das Rissgutachten zum Unterschreiben geschickt, da fehlen Tiere, das schicken sie zurück und sagen, da fehlen Tiere, und da kriegen sie die Antwort, entweder du unterschreibst oder du kriegst gar nichts. Und fertig. Und dann sind die Tiere, die fehlen, weg. Das ist eine Willkür. Und in Frankreich ist es so, wenn in Frankreich Risse sind, dann gehen Psychologen mit raus. Das sind Familienmitglieder, diese Tiere. Ihr habt es gesehen, wie viele, wir ziehen sämtliche Lämmer, gerade weil wir eine sehr alte Lehrte hatten, weil wir konnten keine Repro machen über die Jahre, weil wir sind in der Produktion von 1,64 Lämmern runtergefallen auf 0,53. Weil die haben die Lämmer ausgeschissen draußen. Ihr habt ja vorhin auch die Föten gesehen auf den Bildern hier. Die scheißen die Lämmer aus auf der Flucht. Das gibt's gar nicht. Und dann stehen dann solche Leute, stehen ihnen gegenüber und sagen, keine Empathie für die Schafe. Das machen wir 365 Tage. Und dann haben wir, bei uns im Betrieb hatten wir den Fall gehabt, wir hatten dann eine, die kannst du mal drauf machen. Das ist die Nummer 3, das weiß ich aus dem Kopf. Das ist die gute Frau vom Veterinäramt, man kennt sie jetzt nicht, Namen werde ich auch nicht nennen, sonst habe ich vielleicht irgendwas am Arsch. Aber da sehen Sie mal, wie diese Frau arbeitet. Bitte einmal größer, die mit dem schönen grünen Gesicht. Das ist Veterinäramt bei uns in Thüringen in Gotha. So latscht die bei Ihnen durch den Stall in Gummistiefeln, da gehören drüber ordentliche Einwegkleidung drüber. Da gehören Überzieher über die Stiefel, da gehören Handschuhe an, weil die trägt ihn ja Seuchen ein. Wir hatten 22, und diese Frau hat gerade meinen Betrieb zerstört, wir hatten 22 im Januar von dieser Dame eine Kontrolle. Das machte die in meiner Abwesenheit, war auch alles okay, wir haben schriftlich bekommen, sauber. Der Bestand ist sauber, es ist alles in Ordnung, zum Beispiel. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Wir haben die viele Jahre mit ihr. Wir haben mittlerweile Strafanzeigen in 7 oder 8 Punkten gegen die gestellt. Also ich bin eigentlich jetzt nur noch am Klagen, um für uns dann verschiedene Sachen durchzusetzen, auch für die Weidetierhalter. Aber da kommt die und sagt ihnen, alles in Ordnung. Dann haben wir im Betrieb dann auch irgendwann Corona gekriegt. Die kommt so.
So latscht die von Stall zu Stall. Das ist kein Laufen, das ist Latschen. Das ist eine Schwanerei. Das ist virologisch die größte Virenschleuder im Prinzip, wenn die so über die Höfe geht. Die Motorhinke, muss man sich vorstellen, die haben sie nach Wochen noch. Fahren sie über den Hof, fahren auf den falschen Hof, tragen sie die mit den Reifen. Die ist hoch ansteckend auf dem nächsten Hof ein. So, wie gesagt, die macht sich bei uns so durch. Irgendwann kam sie dann wieder. Bei uns ist Corona ausgebrochen. Wir hatten dann die ersten lahmen Schafe und mit einmal explodiert das. Wenn Motorhinke losgeht, geht die richtig los. Bei uns, wir, 3 Mann, Betrieb gesperrt wegen Corona. Wir 3 haben gearbeitet. Wir haben von hier nach dort 5 Minuten gebraucht. Wir haben alle geröchelt wie die kleinen, ich weiß nicht wie. Kam wirklich kaum von A nach B, haben 1000 Tiere versorgt. Und dann hat sie uns erklärt, tja, wer Tiere halten will, da gibt es kein Corona. Da gibt es auch keine Viren oder gibt es gar nichts und keine Infektion. Sie haben immer für die Tiere gerade zu stehen. So, und daraufhin, da hat die uns dann den Gnadenschuss gegeben und hat uns im Prinzip eine Art Tierhalteverbot durchgesetzt. Das läuft jetzt noch in dem Verfahren. Wir haben erstmal im Schnellverfahren das durchgekriegt. Das Hauptverfahren kommt noch. Wir konnten jetzt viele Vorträge nachweisen, dass sie Falschaussagen gemacht hatte vor Gericht und so weiter. Also die pisst mir auch nicht ans Bein. Ich wehre mich bis zur letzten Sekunde. Da braucht er keine Brille. Und dann gab es dieses Tierhalteverbot. Dieses Tierhalteverbot ist ausgesprochen worden. Dann sagte das Gericht, warten Sie erst mal, bis wir wenigstens in der Vorinstanz wissen, haben Sie eine Chance oder haben Sie keine Chance. Da wussten die ja noch nicht, dass die auch falsche Vorträge machte. So, bis das Gericht dann sagt, Sie haben vielleicht eine Chance, sind 14 Monate vergangen. Und dafür, dass wir so ganz schlechte Tierhalter sind, haben wir in den 14 Monaten keine Kontrolle mehr gehabt. Die hat ein Stellverfahren gegen uns gemacht, das muss jetzt sofort passieren, weil wir die schlimmsten Tierhalter sind und dann war 14 Monate keiner im Betrieb. Das heißt, es ging gar nicht um die Tiere, es ging darum, uns fertig zu machen, speziell mich fertig zu machen, weil wer seinen Kopf zu weit raussteckt, der kriegt hier eine auf die Nase. Das haben wir gelernt, als ich in Berlin diese Demo gemacht hatte. Wir waren 2 Tage in Berlin, haben eine Demo gemacht, haben eine Veranstaltung gehabt vom Landwirtschaftsministerium. Ihr habt im Bundestag gesessen, das war 26. Januar, das ist Opfer des Faschismus. Da hat sich dann der Auerhammer, landwirtschaftlicher Sprecher, hat sich nach 2 Tagen schon hingestellt und hat schon gewusst, dass ich ein Linker mit einem Rechter mit einem linken Parteibuch bin und dass ich nach Berlin das ganze Gesindel hole. Ich hole die Querdenker, die Corona-Leugner, die Reichsbürger und die hole ich alle nach Berlin. Das hat er da drüben im Haus von der Kanzel gebrüllt. Vergesse ich nie. Den haben wir dann natürlich im Wahlkampf begleitet, den Herrn Auerhammer. Da waren wir dann auch in Bechthofen gewesen. Bechthofener Bürgermeister, seine Frau ist bei Herrn Auerhammer im Wahlkampfbüro irgendwie. Und dieser Bürgermeister, auch ein guter CSU-Genosse, der hat sich dann hingestellt, er ist ja für den ländlichen Raum und für die Bauern, und ist dann, ich weiß nicht für wen, an unseren ganzen Fahrzeugen lang, hat unsere Schilder hochgenommen nach Stasi-Manieren und hat unsere Kennzeichen fotografiert. Auerhammer hat eine Riesenshow gemacht, der hat Kriseninterventionsteam geholt, das heißt, das sind die ja mit der Kamera, die da mit dem schwarzen Ding, Kamera, Prügeltruppe, die ist nur um Auerhammer mit Personenschutz, weil er hat die Show abgezogen, ich bin der Märtyrer, ihr müsst mich wählen, ich mache hier alles und die bösen Bauern wollen mir Böses. Damit hat er eigentlich seinen Gegenkandidaten weggemacht, also wir werden die auch weiter im Wahlkampf unten begleiten. Und dieser Bürgermeister, Mensch, wie heißt denn dieser Wurm? Dieser Bürgermeister kandidiert jetzt für den Kreis Ansbach für den Landtag. Also solche Leute braucht Bayern. Stefan, ich gratuliere euch, ich hoffe, ihr kriegt ihn rein. Gibt's was zu lachen. Ja, auf jeden Fall, Auerhammer, seine nur damit er weiß, wisst, wie die dann mit uns umgehen, wenn wir uns wehren, eine Steuerberaterin hat dann meine Einkommen veröffentlicht, dort unten, meine Fördermittel veröffentlicht, hat erklärt, tja, ich verdiene so viel Geld mit den Schafen. Ich bin gar kein richtiger Landwirt. Ich bin nur einer, der nur Geld verdient. Muss ich gleich dazu sagen, weil ich die Nase rausgesteckt hatte, weil wir uns mit den Wölfen rumgeärgert haben, weil ich mir das nicht habe bieten lassen, ist es so weit gekommen, dass ich 3 Jahre lang CC-Kontrollen habe.
CC-Kontrollen, die Landwirte unter euch wissen, was das heißt. Dann machen die von unten nach oben, machen die euch fertig. Und dann hatten wir folgendes Problem. Da bin ich jetzt gerade am 10. beim Landgericht wieder. Ich muss jetzt den Nachweis bringen, dass man Schafe, die wolfsgeschädigt sind, die Tag und Nacht laufen, die vor die Wand rennen und die alles Mögliche, die man nicht mehr handeln kann, wenn man mit einem Schäferhund kommt, die wirklich durchdrehen, dass man die nicht mehr hüten kann und dass wir dann in den Stall rein sind. So, und dann passiert Ihnen als Schäfer Folgendes. Sie haben einen Hektar nicht geschafft und sind im fünften Jahr der Förderung. Bei uns waren es wesentlich mehr Hektar, weil wir haben gesagt, wir müssen mit den Schafen rein. Und da gucken wir, wir haben da auch... Was? Oh, ja, gleich. Wir haben da auch... ein Bild dazu, ja, machen wir dann her, in der Diskussion nachher. Das heißt, Sie können auf die Flächen nicht mehr drauf und Sie haben einen Hektar, den Sie nicht mehr bewirtschaften in fünf Jahren. Dann zahlen Sie fünf Jahre für den Hektar die Fördermittel zurück, weil Sie mussten in den Stall. Und weil das so schön ist, zahlen Sie dann nochmal dieselbe Summe nochmal als Strafe obendrauf. Das heißt, Sie zahlen für das einen Hektar, den Sie nicht bewirtschaften können, weil Ihnen der Wolf der Quere saß, zahlen Sie für 10 Jahre die Fördermittel. Das ist die Gesetzgebung und damit machen die auch die Schafe kaputt. Das heißt, wir hatten 2 Jahre bei uns im Betrieb diese Fördermittel nicht, also gar keine Fördermittel bekommen. Im dritten Jahr hat mir dann diese Veterinäramtstante dann die Fördermittel gestrichen, weil wir sind ja diese schlechten Schäfer. Und wir haben 3 Jahre im Prinzip ohne Einkommen. Ich selber zahle mir schon seit Jahren keinen Lohn mehr. Wir haben die Firma mit anderen Sachen versucht, gegen zu finanzieren. Im Moment haben wir die Firma ziemlich zu. Oder erstmal jetzt auf Null gesetzt, weil wir haben nur mit Klagen zu tun. Wir müssen eine Klage anstreben, dass in dieses ich bin gleich fertig, das kommt das Wichtigste, dass in dieses Naturschutzrecht oder Gesetz muss definitiv eine Entschädigungsklausel. Und Schäfer oder Weidetierhalter, die geschädigt sind, sind keine Bittsteller. Das sind Geschädigte. Da gibt es so viel zu klären. Das heißt, wir sind dabei, wir klagen uns jetzt durch bis Brüssel. Das ist uns egal. Ich stelle jetzt erstmal beim Landgericht fest, dass Schäfer rein dürfen, dass sie keine Fördermittel verlieren. Wir haben eigentlich jetzt 5 oder 6 Klagen zugunsten der Schäfer, die wir auch durchsetzen müssen. Und wenn dann irgendeiner unterstützen möchte, kannst du mal bitte mein PayPal, willst du nicht mehr reinmachen, mach mal her nochmal rein. Okay. Ich gebe euch nachher noch meine Daten für die Veröffentlichung mit. Diese ganzen Klagen kosten uns jetzt, hat der Anwalt mir schon gesagt, um die 40.000 Euro, die wir nicht haben. Wir geben dann nachher eine PayPal-Nummer und wer da möchte, kann sich da noch dran beteiligen, dass wir da über die Runden kommen. So, ich war nur 10 Minuten zu lange. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Aber ich kann das verstehen, wenn man einmal im Rederausch ist. Ich bin ja ähnlich veranlagt, wenn man einmal im Reden ist, dann kommt man nicht mehr raus. Danke für die Worte, auch für die einfühlsamen Bilder, die wir einmal gesehen haben, wie das ausschaut, wenn ein Wolf um eine Herde kommt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Referenten, wie schon angekündigt, Dr. Burkhard Kirchhoff. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Hallo, ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Toll, dass so viele gekommen sind. Fachversiertes Publikum, die hinter uns in Diskussion sicherlich noch einige existenzielle Fragen stellen. Ich bedanke mich aber auch bei meinem Vorredner, der so emotional das rübergebracht hat, welche Lasten die Weidetierhalter zu tragen haben. Es sind nicht nur die Schäfer, sondern auch die Rinderhalter und die Pferdehalter. Worum geht es? Die Frage war heute, ist eine friedliche Koexistenz möglich? Ich habe das schon mal in Anführungsstriche gestellt. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns Menschen in den Wolfsgebieten, aber nicht nur für uns Menschen, sondern auch unsere Tiere. Und den Schwerpunkt würde ich hier ein bisschen auch bei den Pferdeleuten sehen, weil die Pferde haben Namen und sind halbe Familienmitglieder und wir haben 3 Millionen Reiter. Das ist vielleicht eine Summe an Personen, die einen Wandel in der Wolfspolitik durchaus auch herbeiführen kann. Wir kommen jetzt auf die nächste Ebene vom privaten Betrieb, auf die Verbände, wo diese Not und das Leid angekommen ist. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch reagieren. Die Wölfe sind zurück. Sie sind nicht, also sie waren eigentlich nur verdrängt. Die Wölfe in Mitteleuropa gehören zur europäischen Grauwolfspopulation. Kurze
ein Hinweis darauf, wie die Entwicklung stattgefunden hat, was für Probleme wir haben und wie die zukünftige Entwicklung wird und was das für uns und unsere Tiere dann bedeutet. Hier oben sehen Sie mal das Bild Niedersachsen, also die Wölfe sind aus Osteuropa rübergewandert, sie sind, haben sich zuerst in Sachsen angesiedelt, haben eine Rudel gebildet und sind dann entlang des Urstromtales der Elbe nach Nordwesten gewandert und haben dann in Niedersachsen hier so in dieser Region vermehrt Rudel gebildet. Wir haben zurzeit heftigste Angriffe in einem Landkreis, 7 Rudel, wo es eigentlich eine friedliche Weidetierhaltung nicht mehr möglich ist. Das breitet sich über das gesamte Bundesland Niedersachsen aus. Auch andere Bundesländer sind stark betroffen. Hessen, wo Wahlkampf ist, in Bayern ist es ein heißes Thema geworden. Alle Welt versucht da irgendwas zu regeln, aber im Grunde genommen wird nur geredet, nicht gehandelt. Die Schäden wachsen, die Wolfsrudelanzahl wachsen und in Wirklichkeit wird nur geredet, insbesondere aus dem Umweltbereich. Das ist alles nur Hinhaltetaktik. Ich gebe auf Herrn Schmidt recht, dass es eigentlich ein Vernichtungsprogramm für die deutsche Weidetierhaltung ist. Und natürlich in zweiter Instanz will man natürlich sehr viel Geld damit verdienen. Was wir hier sehen ist, dass unsere Experten in der Vergangenheit gesagt haben, die Wölfe werden in erster Linie Wild fressen und ab und zu mal ein Schaf. Aber die Befürchtungen vieler Weidetierhalter haben sich doch bewahrheitet. Hier sehen wir mal die angestiegene Zahl in Niedersachsen von den Wolfsübergriffen mit über 150 im Jahr 2017 schon und 403 getöteten Weidetieren, also 400 Opferschäden, die offiziell anerkannt werden. Es sind wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Gehen wir dann rechts rüber zu den Bundeszahlen. Da haben wir dann 2019, 2021, letzte in Blau ist 2022, haben wir über 4.366 getötete Weidetiere. Davon sind mehrere hundert Rinder und auch zig Pferde. Also wir sind zurzeit bei etwas über 120 Pferde, die von Wölfen gerissen werden. Gerissen bedeutet dann, wenn der Wolf es nicht mit dem Kehlbriff tötet, dass sie bei lebendigem Leibe gefressen werden. Und sie können dann mit den Kindern nicht zu diesen Tieren hingehen, weil die heulen sich die Augen aus. Und ich selber bin auch sehr davon angefasst, weil ich auch Rissgutachter bin. Wenn ich da mal rausfahre, muss mir das anhören. Die Menschen sind psychologisch extrem geschädigt. Und ich gebe ihm, Herrn Schmidt, recht, dass wir eigentlich eine psychologische Begleitung dabei haben müssen. Das könnte eine unserer nächsten Forderungen auch sein, auf Verbandsebene. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich Unterstützung aus Ihrem Kreise und aus Ihrem Bekanntenkreis auch habe, um diese Forderungen durchzusetzen. Ja, die Frage ist, wie kam es denn überhaupt dazu? Weil den Weidetierhaltern sagt man, oh, ihr seid ja selbst schuld, weil ihr schützt eure Tiere nicht richtig. Und die Frage ist, gibt es denn überhaupt einen echten, langfristigen, wirksamen Schutz für Weidetiere vor Wolfsangriffen? Wir müssen das ja in den Verbänden plus in der Gesellschaft plus bei den Politikern umsetzen und müssen diese Argumente, die immer kommen, dass wir schuld dran wären, dass es so viele tote Tiere gibt, die müssen wir ja entkräften. Und dann gucken wir uns doch mal in Deutschland und in anderen Ländern um. Was wir hier sehen ist, dass eben 2015 gesagt worden ist von diesen sogenannten Wolfsexperten aus dem Naturschutzbereich, dass ein Elektrozaun mit 90 cm ausreicht, der Wolf kriegt einen gewischt und dann kommt er nie wieder. 2016 war es so, da muss dann noch ein Flatterband drüber, weil die sind auch da drüber gesprungen. 2017 war es so, so 1,20 Meter muss dann sein und die müssen sie auch erstmal schleppen, wenn sie die aufbauen wollen als Schafzaun. Und 2018, als die Angriffe immer höher wurden, dann wurde gesagt, generell die Fläche, die Verbände müssen dafür sorgen, dass am besten 1,60 Meter Zaun ist, der ist wolfssicher, wurde dann damals noch von gesprochen. Und in der Zwischenzeit ist alles schlimmer geworden. Was wir 2023, also jetzt festgestellt haben, ist, Herdenschutzhunde und Zäune sind gefährlich und nutzlos. Denn auch diese wurden schon dutzendfach überwunden. Wenn wir nach Frankreich gucken, ist insbesondere das, was hier grün ist, diese geschützten Herden, die sind angegriffen vom Wolf, das andere war schon alles weggefressen. In Frankreich ist es leider so, dass die mehrere Dutzend Hunde verlieren im Jahr und im schlimmsten Jahr hatten die 14.000 getöteten Wölfe. Was die machen ist, die sagen, es gibt eine Obergrenze und darunter wird, damit wir darunter bleiben, wird alles weggeschossen, jedes Jahr, was da neu zukommt. In Schweden macht man das, im Baltikum macht man das. Alles das ist möglich, auch nach der jetzigen europäischen Gesetzgebung. Hier verweigert man sich den Realitäten von Leuten, die mit dem Wolf Geld verdienen, die überwiegend im Umweltministerium sitzen, NGOs, die sehr komische Projekte machen, nur um Steuergeld zu veruntreuen und abzugreifen. Das
ist das, was die Verbände jetzt auch langsam alle erkennen. So, jetzt haben wir mal nicht die Schafe, sondern Rinder und Pferde. Und jeder, der eine Pferdeherde mal galoppieren sah oder auch eine Rinderherde galoppieren sah, der weiß es, dass ein Zaun, so wie ihn jetzt bauen, keine Herde aufhält. Die ersten werden in den Zaun reingedrückt, egal ob da Starkstrom drauf ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Die anderen Tiere sind noch in Panik, drücken die an den Grund, springen da drauf und springen da drüber. Kein Zaun kann eigentlich eine Rinderherde oder eine Pferdeherde aufhalten. Und was die dann anrichten können, wenn die in den Verkehr reinlaufen, das ist bei einem dicht besiedelten Land wie in Deutschland, also grob fahrlässig, was wir da machen, dass diese Tierherden, die vom Wolf gehetzt werden, dann in den Verkehr laufen lassen können. Das sehen Sie hier, wenn so ein Pferd in seine Frontscheibe von Wohnmobil reinknallt, dann ist derjenige, der auf dem Sitz saß, tot. Das Pferd natürlich auch. Und Pferde, die nicht schnell genug weg sind, obwohl sie ausgebrochen sind, sie haben ja natürlich Fluchtverhalten, werden dann bei lebendigem Freileibe ausgefressen, so wie Sie das hier sehen. Und das ist natürlich für die Tierhalter, die dann diese Tiere dann auch noch entsorgen müssen. Und ich habe auch schon mal Naturschützer eingeladen, durchaus die Gedärme von den Wiesen zu sammeln, weil das aus solchen hygienischen Gründen notwendig ist. Keiner hat sich da gemeldet. So, da die Zäune ja das Nonplusultra sein sollen, und wir haben dieses Jahr leider mitbekommen, dass es eben nicht sind, wurde dann noch ein Untergrabelschutz gefordert. Und wir haben in Niedersachsen haben wir relativ viel Grünland im Norden, im Küstenbereich. Und da müssen dann kilometerlange Zäune gebaut werden. Und das ist unmöglich zu finanzieren. Und in den Tourismusgebieten, in Heide zum Beispiel, ist eine wirklich extreme Verschandelung für unsere Heimat. Und das sollten wir auch nicht dulden. Wir sollten den Profiteuren in dem Bereich, Umweltbereich, auch immer das vorhalten, dass das Unsinn ist, was Sie da erzählen. Und auch abends beim Stammtisch mal. Das ist die normale Zäunung. Und wenn Sie jetzt darüber gehen, den Wolf sicher einzuzäunen, brauchen Sie unter Grabeschutz im unteren Bereich 5 Starkstrom, also heftigen Strom. Oben sieht man es nicht. Okay, gut, dann erkläre ich das. Der ist also einen halben Meter höher, sind 5 Litze drin, da muss ein Übersprungband noch dran sein und unter Grabeschutz. So, das heißt, in Niedersachsen haben wir jetzt, ich war letzte Woche Montag noch im Umweltministerium, mich mit den Leuten da ein bisschen rumgeärgert, denen aber auch mit den Zahlen vorgehalten. Da kamen Zahlen raus, wenn man Niedersachsen wolfsabweisend einzäunen will, braucht man für Schafe 1,5 Milliarden Euro. Zusätzlich für die Rinder 2 Milliarden Euro. Bei den Pferden, wir sind ein relativ stark pferdelastiges Land, brauchen wir 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Nur für Niedersachsen. Das heißt, wir kommen auf Kosten von 5 bis 6 Milliarden Euro. Das ist jetzt denen richtig in die Nieren gegangen, weil dieser Umweltminister, den wir da haben, kein Geld mehr hatte, um den Zaunbau zu bezahlen, der beantragt ist. Dann musste der Ministerpräsident nachfinanzieren, aber die Kohle kommt nicht so ohne weiteres. Diese Summen kann das Land überhaupt nicht aufbringen. Das heißt, diese Wolfspolitik ist total gescheitert. Und das ist auch, was Sie jetzt erkannt haben, dass die Leute amok laufen, auf die Barrikaden gehen und mit Hilfe der Verbände auch die Notwendigkeit eines effektiven Wolfsmanagements mit drastischer Wolfreduzierung einfordern werden. Und wenn das nicht bald kommt, dann werden sie mit den Füßen dazu abstimmen. So einfach ist das. Und das ist auch gut so. Ja, dann sagt man, okay, wenn die Zeuge nichts taugen, dann setzt doch einfach mal ein, zwei Hunde dahinter. So, Hunde, diese aggressiven Hunde, die Herr Schmidt gerade gezeigt hat, sind noch besser. Wenn da ein Wanderer hingeht, dann greift er sich auf den Wanderer. Und dann, man muss ihn auch jeden zweiten Tag mal ein bisschen mit pflegen und behandeln und Kontakt suchen, sonst werden die hinterher auch ein bisschen komisch zu dem Tierhalter selber. Also die ersten Herdenschutzhunde, die aggressiven, die in Sachsen eingesetzt wurden, die Hälfte ist in Tierheim gelandet, weil die Leute hinterher Angst hatten, in diese Herden reinzugehen mit den Hunden. So, und wenn so ein Hund so einen Wanderer mal angefallen hat, dann hat man ein Riesenproblem, weil Sie als Halter sind haftbar dafür. Das heißt, wenn Sie sich schützen wollen und die Herdenschutzhunde da drin sind und so ein dummer Wanderer, hier ist ein Beispiel aus der Schweiz, im Wallis, geht da rein und wird vermackelt, dann haben Sie ein Riesenproblem. Schweden löst es. So, jetzt kann man sagen, Hunde taugen nichts, reicht nicht aus, Zäune taugen nichts. Was ist denn die Lösung in den anderen Ländern? Schweden, anderthalb Mal so groß wie in Deutschland, hatte mal 300 Wölfe, die haben gesagt, Schaden ist zu groß, wir reduzieren das Ganze auf 170. Geht, man muss es nur begründen, ein Verwaltungsgericht muss es auch für richtig erklären nach der nationalen Gesetzgebung und schon darf man den Rest wegputzen. In Frankreich waren die Schäden so groß, da hat man gesagt, okay, wir machen es auch, wir haben eine Obergrenze, putzen den Rest da weg. Baltikum hat gesagt, den Stuss, den EU uns auftischen wollte, im Umweltbereich mit den Wölfen, akzeptieren wir erst gar nicht, wenn die EU reinkommt. Wir behandeln das Wolfsproblem selber. Die schießen jedes Jahr das weg, was zu viel da ist und da können die gut mit leben. Nur wir sind so doof. In Italien hat man auch ein Wolfsproblem. Was macht man da? Da werden illegal jedes Jahr 300 Wölfe weggeputzt. Und
Alle wissen es auch und keiner regt sich darüber auf, weil die Bürgermeister sagen, ich habe ein Problem. Dann sagen die Schäfer, ich löse das Problem, aber wenn du mich anzeigst, dann packe ich dir den Wolf morgens vor deine Rathaustreppe, dann wirst du mal leben, was Sache ist. In Rumänien hatten wir eine Zeit lang ein Problem. Die Herden, wir bleiben nachts in Nachtferch rein, da ist ein Herdenschutz drin. Da sagt man immer, Rumänien funktioniert ja. Das funktioniert nur, weil die draußen nachts auch noch Bügelfallen haben. Wenn die Wölfe da hinkommen, machen die den Tanz mit den Herdenschutzhunden und anschließend treten sie in so eine Falle rein, da ist ein halber Wolf am nächsten Morgen da drin oder ein Lauf und dann weiß das Rudel, Bruder, da darfst du nicht mehr hingehen. So, was wir machen, ist in Deutschland zurzeit Kulturwölfe züchten. Das ist höchst gefährlich, weil die immer näher in die Siedlung rankommen. Irgendwann, wir hoffen das nicht, wir wünschen es auch keinen, wird es so sein, dass Wölfe, freilebende, sogenannte wilde Wölfe, aus Futtermangel in Mittelpotsdam hier, Mittelmark, die Jagdstrecken sind zusammengebrochen, dann werden die, wenn wir die Weidetiere schützen, dann werden sie sich was anderes suchen. Dann wird es der Fifi sein mit dem Wanderer oder der Wanderer selber. So ist die Zukunft gedacht für die Wölfe. So, hier sehen Sie mal in Frankreich. Herdenschutz funktioniert auch nur dann, wenn die Nachbarn keine Herdenschutzhunde haben, weil dann gehen sie da hin und fressen sich da satt. Und es müssen noch zusätzlich mehr Herdenschutzhunde hinter dem Zaun stehen als Wölfe davor. Wir haben in Deutschland aber Rudel 12 bis 15 Tiere. Das heißt, sie müssen in einer Schafsherde mit 400, 500 Schafe, müssen dann 15 Hunde durchfüttern. Kosten im Jahr 2.000 Euro, sind 30.000 Euro. So viel verdient man gar nicht mit der Schafherde. Das ist alles irre, das ist alles Unsinn, das ist alles Steuergeldverschwendung, was wir machen. Und Hundekämpfe sind in Deutschland verboten, das ist auch richtig so. So, und jetzt, was wir jetzt machen, wir kaufen uns Hunde, finanzieren die Steuermittel, um Hunde- und Wolfskämpfe zu finanzieren. Das ist doch alles nur noch Geldmacherei von diesen sogenannten Naturschutzorganisationen, die in Wirklichkeit Tierquälerei betreiben in Deutschland. So, das ist jetzt meine 25. Veranstaltung. Ich freue mich sehr darauf, die ich gegen den Wolf gemacht habe, mit Mahnfeuern, mit öffentlichen Diskussionen, mit Veranstaltungen hier in Niedersachsen, wo wir auch die Pferdeleute und die Rinderhalter dabei haben. Es gibt auch in Deutschland schon getötete Herdenschutzhunde, zum Beispiel bei 8 Übergriffen in Brandenburg oder bei Herrn Schmidt. Da gibt es auch Leute, die ihren Betrieb aufgegeben haben, die einfach Feuer haben, die das nicht mehr ertragen können. Und da war am 30. April 2020, haben wir hier in Berlin gesperrt, in Mitte, das Schweigen der Lämmer hieß das, weil die Lämmer auch schweigen, wenn die Wölfe dabei waren. So, und in der Zwischenzeit ist eigentlich nicht viel passiert. Was man jetzt sieht, und das hat Herr Schmidt vielleicht noch nicht richtig erklärt oder sagen wir mal so freundlicherweise zu meinen Gunsten mir übrig gelassen, dass es mutige Männer gibt in Thüringen, die den Ministerpräsidenten angezeigt haben und zwar staatsanwaltliche Ermittlungen losgetreten haben gegen ihn, weil er als Aufsichtsperson bei dem Umweltministerium strafbar gehandelt hat und wahrscheinlich ist da Gelder veruntreut worden mit den Herdenschutzhunden. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr richtig gut gemacht, weil wir kommen auf diesen normalen Wege mit Demonstrationen so nicht weiter, weil das so eine goldene Kuh ist für diese Naturschutzorganisation und die sind in vielen Bereichen haben sie die Behörden infiltriert und werden uns ausgrenzen. Schon vor 5 Jahren war ich in Berlin mal, auf der Grünen Woche hatten wir einen Stand gegen den Wolf, da kam ein Landwirt zu mir und sagte, ihr macht das richtig, ich muss euch was erzählen, ich sage, schütt mal dein Herz aus. Er hat eine Mutterkuhherde gehabt mit 100, 120 Kühen, der hatte in einem Jahr 40 getötete Kälber von dem Wolf, so bei der Geburt sogar schon. Er hatte Tränen in den Augen, als er mir das erzählt hat. Diese Emotionen müssen Sie alle auch in den breiten Teil der Bevölkerung rüberbringen, damit das sich reinfrisst, erstens in den Herzen, zweitens in den Kopf, und damit wir diese Gegenpropaganda, die wir jetzt langsam überwinden, von der Naturschutzorganisation überwinden, damit die Mehrheit der Bevölkerung, auf dem ländlichen Raum haben wir die schon erreicht, aber auch in den Städten, gegen den Wolf ist, weil er ist ein grausames Raubtier. Er muss reduziert werden in Deutschland, sonst kommen wir sowohl von den Verbänden als auch von den privaten Betrieben nicht weiter. Es gibt Bürgerinitiative und es gibt sehr viele tote Schafe, wie Herr Schmidt auch schon erzählt hatte. Und ich glaube, dass wir aber auch langsam auf einem besseren Weg sind. Schade, dass dieser Mann aus Österreich heute nicht hier ist, weil in Alpenregionen gibt es länderübergreifend, so Schweiz, Österreich, Italien und Deutschland, Save the Alps Aktionen, die wollen sich das nicht gefallen lassen. Die haben, sagen wir mal, mehr Rückgrat oder hauen mehr rein, weil es gibt eigentlich keinen Grund, diese Gesetze, die wir haben, von Europa auch die Möglichkeiten auszuschöpfen. Schweden macht uns das ja vor. Nur wir sind so und haben uns belabern lassen, dass es angeblich nicht geht. So, das sind die schlimmen Opfer, da haben wir gerade schon mehr von gesehen. Dann gehe ich mal drüber weg. Was ist denn die Frage, wenn ich hier ein Pferdehalter bin und so ein Wolf greift da an und ich habe keine Versicherung? Dann bin ich aber echt im Eimer. Weil erstens, das Tier wird nicht ersetzt, wenn das nicht nachgewiesen ist.
Zweitens, man muss die Tierarztkosten bezahlen. Das Tier hat 10.000 Euro Tierarztkosten gekostet. Und drittens, wenn das zu häufig vorkommt, steigen automatisch die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und zum Teil übernehmen die Versicherungen gar keinen Versicherungsschutz dafür, weil die genau wissen, in Wolfsburg-Gebieten wird das so teuer, dass wir es nicht mehr machen können. So, die wir bekämpfen wollen, sind die Menschen, die Wolfsprofiteure sind und Wolfsbefürworter. Die haben auch ihr Vokabular schon angepasst. Erst hieß es, der Wolf tut nichts, dann hieß es, ist er erst harmlos, dann ist er harmlos, wenn er nicht hungrig ist. Und jetzt sind sie schon so weit, dass sie sagen, in absoluten Ausnahmefällen, wenn ein Wolf sich auffällig gegenüber Menschen verhält und er gesund ist und nicht hungrig ist, dann darf er vertrieben werden. Alles ein Opium fürs Volk. So, Fazit, Sie haben mich mal gefragt, ist eine friedliche Koexistenz im Rahmen der Wolfspopulation in Deutschland möglich? Es gibt keinen langfristigen wirksamen Schutz vor Wölfen für unsere Weidetiere. Das sind Raubtiere, das andere sind friedliche Tiere, das waren seit Jahrtausenden Beute. Alles, was er uns erzählt hat, ist eine große Lüge. Das ist leider die Realität und deshalb hören schon viele Weidetierhalter auf, insbesondere in Niedersachsen, auch ganz viele vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, die unser genetisches Spektrum sehr einengen, was sich sehr kritisch sind. Oder sie holen sie bei dem nicht so hohen Druck in die Ställe rein oder lassen sie ganz in den Ställen und machen dann eine Ganzjahrestierhaltung für Weidetiere. Das ist auch vollkommen irre. So, was bedeutet das für die Tourismusgebiete? Die Urlauber sagen ab in der Heideregion. Die Hunde werden von den Wölfen weggeputzt. Die Raubtierrüdel verfolgen auch Radfahrerinnen bei uns im Dorf. Und die sind immer froh, wenn sie ein E-Bike haben, weil sie dann richtig Gas geben können. Die Pferdeleute, die Reiterinnen, die Mädels nehmen sich ein Survival-Kit mit. Das ist, hat man mir auch erst erklärt. Das ist so ein strahlgerichtetes Pfefferspray-Dings, falls sie mal runterfallen, dass sie sich gegen den Wolf wehren können. Oder eine Schreckschusspistole, das kann man beantragen. Da kann man auch Leuchtspurmunition rein. Machen, das hören die Wölfe nicht so gerne. Und dann sagt man ja, okay, ihr könnt ja die Heide einzäunen. Und dann frage ich, was ist mit den Deichen? Ja, die Deiche könnte man auch einzäunen. Da hat man gerade mal für so ein Zaunexperiment 570.000 Euro ausgegeben, um den Deichleuten klarzumachen, dass das geht mit dem Zaun. In der gleichen Woche aber sind dann über einen wolfsgesicherten Zaun in der Schafherde, diese 55 Schafe gerissen werden, wo 120 auf der Wiese standen. Und da dreht natürlich jetzt das Umweltministerium Niedersachsen am Rad und kriegt das nicht mehr geregelt. Und ich war auch nicht gerne gesehen auf der Tagung, können Sie sich natürlich vorstellen. So, spielende Kinder, ja, Problem. Waldwochen werden abgesagt in Niedersachsen schon. Und in Zukunft werden Waldkindergärten wohl geschlossen. Was so richtig grausam ist, dass wir uns so einen Unsinn aufhalsen, obwohl Pferde und Rinder so eine ökologisch wertvolle Weidetierhaltung sicherstellen als Nutztiere. Und wenn wir sie jetzt verdrängen lassen von Herrn Wolf, dann haben wir sehr große negative Folgen für die Artenvielfalt und das Biodiversitätsdesaster. Ich weiß gar nicht, warum man diesen Umweltorganisationen noch zuhört, wenn das die Folge ist von deren Wolfspolitik. 38 Millionen Euro Schaden hatten wir 2022. Über 90% ist für den Zaunbau, der natürlich unsinnig ist. Und die Profiteure werden auch schon kritisiert vom Bundesrechnungshof. Das ist diese DBBW-Stelle, die nicht ordnungsgemäß abrechnet. Genau. Und die Zertifikate-Mauscheleien, die da mit den Herdenschutzhunde betrieben wird, wo Geldmacherei ist. Und ja, gleichzeitig muss man mal sagen, ich bin kein Feind von Wölfen, sondern ich möchte sie nur richtig dezimiert haben, damit die Schäden so gering wie möglich sind. Und dazu reichen 3 bis 5 Rudel in Niedersachsen aus. Das reicht für den günstigen Erhaltungszustand. Wir haben aber zurzeit letztes Jahr 42 Rudel, jetzt haben wir 53. Das heißt, 90% der Wölfe könnten wir ohne Probleme entnehmen, ohne dass der Wolf in irgendeiner Form vom Aussterben bedroht ist. Er gehört zur großen europäischen Grauwolfpopulation und da haben wir 18.000 in Europa von. Diesen Quatsch, den wir uns eingeredet haben, in Deutschland wäre der Wolf bedroht, ist eigentlich Unsinn. Das stimmt alles überhaupt nicht. Dann wirft man uns vor, wir haben psychologische Probleme, weil wir an Rotkäppchen glauben. Das ist nur, um diese Skeptiker zu diskriminieren, sie mundtot zu machen. Gehen Sie denen nicht auf den Leim an. Es gibt genug Angriffe auf Menschen und Wölfe, das kann man alles nachweisen. Auch vor 100 Jahren schon in den Kirchenbüchern sind voll davon jede Menge Kinder. So, das ist zum Beispiel hier ein Foto von der Person, die als Joggerin vom Wolf weggeputzt worden ist. Man sagt immer, es ist nie ein Mensch vom Wolf getötet worden in Deutschland in den letzten 50 Jahren. Das ist eine Lüge. 1977 ist ein 7-jähriger Junge zwischen Bellenhorst und Bremen
nach 10 Bissen von einem Wolf getötet worden, aus einer spielenden Kindergruppe raus. Sie können sich nicht vorstellen, welche Qualen dieser Junge erlitten hat. Das möchte ich keinem weiteren Kind zumuten. Und die Wölfe gehen zuerst an die kleinen Mitbürger in Deutschland, erst an die großen. Ja, eine Touristin in anderen Ländern sieht es auch nicht viel besser aus. In Griechenland sind Touristin aus Oxford in Griechenland zerrissen werden von Wölfen. Die hatte noch einen Notruf abgesetzt, keine Chance mehr. Die Behörden waren zu langsam in der Reaktion. Wenn ich gehört habe, wann eure Rissgutachter kommen, dann wundert mich gar nichts mehr. Das kann hier auch passieren. Letztes Jahr in Polen 2 Kinder angegriffen, die alle mal raus an den Wolf platt gemacht. In Italien letztes Jahr 2 Personen von Wölfen angegriffen worden, jetzt sind es glaube ich schon 11. Und in Südrussland, in Dagestan, hat es dann auch im vorletzten Jahr ein Kind ist vom Wolf getötet worden. Also dass Wölfe keine Menschen angreifen, ist alles Unsinn, weil wenn sie Hunger haben, ein Mensch besteht aus Fleisch und Blut und Wölfe mögen das sehr, sehr gerne. So, die laufen jetzt schon durch die Dörfer, ich will es nicht übertreiben. Wie soll es weitergehen? Wir haben Umfragen, Zeitungsumfragen gehabt, 70% der niedersächsischen Bevölkerung, auch in Hannover, sprechen sich für die Entnahme von Wölfen aus, das heißt reduzieren mit der Waffe. Wir haben ihn gerade schon gehört, 4.366 Opfer, die alle Mitleid erzeugen, die das emotionale Gefühl uns wecken sollten. Wir haben alleine in Niedersachsen 450 Wölfe, registriert offiziell, plus die 150 Welpen, die noch beikommen. Wir haben 600 Wölfe. Wenn einer davon erzählt, was gemeldet worden ist nach Brüssel hin, dass wir 1.200, 1.350 Wölfe haben, ist alles Quatsch. Wir sind so bei 3.000 ungefähr wahrscheinlich drüber. Das sind alles Lügen, um in Brüssel nicht aktiv werden zu müssen. Das sind gezielte Fakes und das gibt man jetzt auch zu. Jetzt haben die sogar in Brüssel eine Website gegeben, wo man sich melden kann als Betroffener, als Wissenschaftler und die wahren Zahlen mal melden darf, weil die den eigenen Umweltministerien Zahlen nicht mehr glauben. So weit sind wir schon gekommen. Natürlich müssen wir in Deutschland eine Untergrenze haben und sie diskutieren. Und wir in Niedersachsen sind so weit, dass wir die gerissenen Tiere auch vom Umweltministerium kippen. Mal gucken, was nächste Woche Dienstag ist. Und am 29.09. ist europäisches Mahnfeuer gegen den Wolf. Ich hoffe, alle werden sich darüber informieren und vielfach dorthin fahren und teilnehmen, auch die wahren Zahlen mal sagen. Was wir aber brauchen, ist eine Rechtsgüterabwägung. Keiner sagt, brauchen wir nicht, ist so juristischen Kram. Doch, wir müssen feststellen, was ist wichtiger? Grundgesetz oder das Umweltrecht? Wenn das Grundgesetz, Schutz des Eigentums, höher zu bewerten ist und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann können wir sagen, okay, das geht jetzt los. Jeder Landrat hat das Recht, schießt die Wölfe, die Gefahr sind, die durch die Läufer laufen, die Schäden verursachen, dann ist es gut. Das ist noch ein langer Weg, bis wir da hinkommen. Aber die EU hat das auch erkannt, dass es ein großes Problem ist. Dieser Wolfstatus soll neu überdacht werden. Das heißt, eine leichtere Entnahme wird eventuell möglich sein. Ich rechne aber nicht damit, dass vor dem Europawahlen da irgendetwas passiert. Aber wenn Sie von dem Landrat jetzt aktives Eingreifen fordern, dann müssen Sie auch dazu stehen und Sie müssen denen auch dann sagen, wir geben euch Applaus, wir unterstützen euch, ihr kriegt sogar Hilfe bei Wahlkampfveranstaltungen, aber ihr müsst was für uns tun. Denn wir müssen ihn auch unterstützen. Denn wenn wir weiter zuschauen, dann werden weiterhin unsere Tiere qualvoll sterben. Denn das, was wir bisher gemacht haben, war schon gut, aber ein bisschen mehr muss es auch noch sein. Denn Weidetierschutz und die Gesetze pro Wolf, die sind widersinnig. Und das muss man den Politikern auch ins Gebetbuch schreiben. Denn wir sind die Geschädigten und wir Tierhalter sind die aktiven Tierschützer. Und das sollten wir auch immer offensiv nach außen vertreten. Denn wie gesagt, das Zuschauen dieser jetzigen Situation ist tödlich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Dr. Kirchhoff, für den Vortrag. War wirklich sehr interessant, auch die ganzen Zahlen einmal anders zu hören. Und wer aus Sicht der Verbände bzw. aus Sicht der Schäfer der Nutznießer ist von Wolf, ist interessant zu erfahren.